Ja, für mein Buch 111 Eisenbahnorte befinde ich mich heute in Bonn-Endenich, um zu recherchieren. Diesmal geht es um die Wesselbahn in Bonn-Endenich, wie gesagt. Früher eine Anschlussbahn für die Ludwig-Wessel-Werke. Ja, und vor mir ist eines der letzten Schienenstücke, die wohl erhalten geblieben sind und wo sich jetzt der Wurstwaggon befindet. Also man sieht kaum was. Die Schienen sind praktisch schon völlig im Gras verschwunden. Ich gehe jetzt mal auf den Wurstwaggon zu, also genau auf die Schienen. Halte mal die Kamera hin, dass man noch ein paar Schienen entdecken kann. Und das Gleis, das hier dann mitten in den Wurstwaggon führt, wo aber keine Gefahr mehr besteht, denn die Strecke ist schon längst stillgelegt und zum größten Teil demontiert. Ich gehe jetzt einmal um den Wurstwaggon rum und wir sehen, dass da noch ein weiteres Stück Gleis liegt, wie auch hinten weiter zurück in einem Kfz-Meisterbetrieb. Ja, das sind die Reste dieser Anschlussbahn, die eigentlich auch in meinem Buch 111 Eisenbahnorte vorkommen soll. Ja, bei so geringen Delikten wird es natürlich immer ein bisschen schwierig, daraus ein interessantes Kapitel zu machen. Das werde ich mal sehen, ob ich es aufnehmen werde. Wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, daraus was zu machen. Ja, ob es geklappt hat, ich bin eigentlich nicht recht zuversichtlich, erleben Sie in dem Buch 111 Eisenbahnorte im Bergischen Land und Rheinland, das im Frühjahr 2018 erscheint.